Für mich war es auch eine Überraschung. Mein Trainer in Freiburg, Christian Streich, hat mich angerufen und darüber informiert, dass sie mich gerne mitnehmen würden nach Brasilien. Und dann war ich natürlich mehr als glücklich und auch glücklich darüber, dass der Trainer dann sein Okay dazu gegeben hat. Und ja, jetzt geht es langsam in die heiße Phase und die Vorfreude beginnt. Das Hauptaugenmerk liegt darauf, dass ich Tore schieße und ich versuche auch, diese gewisse Erfahrung mit einzubringen. Habe ja doch ein paar mehr Spieler auf dem Buckel und möchte meinen Teil dazu beitragen, dass die Mannschaft dann erfolgreich ist. Ich denke, wir haben eine gute Truppe beisammen, auch charakterlich. Wie gesagt, sind alles junge Menschen und verfolgen alle das gleiche Ziel. Von daher ist es jetzt auch nicht schlimm, dass wir nur ein paar Tage Zeit haben. Ich hoffe, dass dann auch nicht nur das Dabeisein am Ende schön ist, sondern auch, dass wir weit kommen. Im Großen und Ganzen will man Erfolg haben. Das ist für den deutschen Fußball einfach auch mit das Entscheidende. Wir wollen, wenn wir irgendwo teilhaben, an einem großen Turnier teilnehmen, dann wollen wir natürlich auch Erfolg. Und wir bereiten uns dementsprechend vor. Wir haben eine Mannschaft, genauso wie unsere Frauen-Nationalmannschaft auch. Wir haben eine Mannschaft, die in Olympia, denke ich mal, die Chancen hat auf ein Treppchen. Und das wollen wir natürlich auch machen.